Die Angst vor einer möglichen Eskalation am Persischen Golf hat die Ölpreise in die Höhe getrieben. Seit Freitag beträgt die Steigerung zwar nur rund 2%, sollte Iran seine Drohungen allerdings wahrmachen und die für den Ölexport so wichtige Straße von Hormus sperren, muss mit weiteren Preisaufschlägen gerechnet werden. Rund ein Fünftel des weltweiten Ölverbrauchs wird durch die Meerenge exportiert, die zwischen Iran und Oman liegt. Die Fahrrinne für große Handelsschiffe ist nur 3,7 Kilometer breit in beide Richtungen und damit militärisch leicht zu kontrollieren.